Wir haben gesehen, am Tag der Aktie Mitte März, da hatten wir einen DAX bei 12.400 knapp und waren zwischenzeitlich im Herbst auch mal wieder auf 9.500. Also ein sehr volatiles Jahr. Ich glaube, diese Zeiten werden uns auch im Jahr 2016 begleiten. Wir haben bei den Emittenten dieser Industrie nachgefragt, wir haben auch bei Anlegern nachgefragt und alle sind sich im Grunde genommen einig, dass es schwieriger wird, die für Zertifikateanleger relativ hoch gesteckten Ziele, die Renditeziele tatsächlich zu erreichen. Das hängt mit den volatilen Märkten zusammen, aber das birgt natürlich auch immer Chancen. Und so sehen wir eine Verschiebung von Anlage- und Hebelprodukten, dass wir einfach sehen, dass die selbstentscheidenden Anleger sehr agil in diesen Märkten unterwegs sind, also die Umsätze auch ganz gut sind. Allerdings beim Anlagevolumen muss man sehen, das lässt etwas zu wünschen übrig. Da würden wir uns wahrscheinlich wünschen, dass im Jahr 2016 mehr Zertifikateanleger tatsächlich in Anlageprodukte gehen. Das mag vielleicht auch daran liegen, dass viele Anleger sich fragen, wonach sollen sie schauen, welche Kriterien sollen sie anlegen? Welche Kriterien sollen sie denn anlegen? Ich glaube, gut gefahren sind alle Anleger in den zurückliegenden Jahren mit Keep it simple, nämlich einfache Produkte, Produkte, die sie verstehen, im Zweifelsfall eben auch diversifizierte Märkte sich anschauen, nicht alles tatsächlich in eine Anlageklasse packen. Nun sind strukturierte Wertpapiere ja auch dazu da, dass man das eigene Portfolio in der Allokation tatsächlich vernünftig aufstellt. Insofern muss das jeder für sich selber entscheiden, was gut ist. Wenn wir aber die Emittenten fragen, dann haben die zunächst mal gesagt, gut, okay, in den zurückliegenden Jahren wäre man mit einem ganz einfachen Produkt wie einem Index, also einem Tracker, einem Indexzertifikat sehr, sehr gut gelaufen. Ich glaube, das ist auch keine schlechte Erwartung für das Jahr 2016, sich auf solche einfachen Indexpapiere zu konzentrieren. Wir sehen das unter anderem bei den ETFs. Ich glaube, es gibt sehr viel mehr Möglichkeiten im Indexzertifikatebereich. Das ist, glaube ich, sehr, sehr spannend. Und für den Selbstentscheider gibt es eben auch die Möglichkeit, diese Indizes eben gehebelt zu nutzen. Das sind dann die Faktorzertifikate. Ich glaube, da ist es etwas, wo selbst Emittenten und auch die Anleger schon sehen, da kommt man ganz gut zusammen. Und ich glaube, das sind sicherlich Produkte, die im Jahr 2016 gefragt sein werden. Nun haben Sie gesagt, die Ziele im Zertifikatebereich sind immer sehr hoch gesteckt. Welche Ziele sind denn realistisch für 2016? Realistisch ist erstmal das, was die Bundesbank vorgibt mit Zinsen. Das, was man kriegt auf dem Festgeld- und Tagesgeldkonto, das ist nämlich fast gar nichts. Und wer mehr als fast gar nichts haben will und inflationsbereinigt dann auch noch im Plus liegen will, der muss ja was tun. Insofern ist im Grunde genommen fast jedes Anlagevehikel dazu geeignet. Und da reden wir im Rahmen der Altersvorsorge für Mittel- und Langfristvorsorge und Anlagen. Und da müssen wir uns einfach überlegen, da ist, glaube ich, alles besser, als das Geld einfach nur liegen zu lassen, denn das bringt gar nichts. Insofern sind die Renditeerwartungen von Zertifikateanlegern in aller Regel relativ hoch. Die liegen bei deutlich über 5%. Wie man die nun im Einzelnen erreicht, das muss jeder für sich selber in seinem eigenen Chance-Risiko-Verhältnis beurteilen. Abschließend, wie gehen Sie in das Jahr 2016? Sind Sie eher Optimist oder eher Pessimist? Nun, wir haben jetzt gute 5 Jahre hinter uns gehabt. Ich glaube schon, dass wir nochmal einen ziemlichen Rücksetzer erleben werden in relativ volatilen Märkten. Das bedeutet, ich gehe schon davon aus, dass das Jahr 2016 alles andere als einfach werden wird. Aber ich glaube, auch das werden wir hinter uns bringen. Und am Ende, wenn wir uns das anschauen, den DAX in 25 Jahren im Durchschnitt 8%, na gut, da können wir vielleicht auch mal 10% Rückschlag vertragen, denn wir alle müssen noch ein bisschen arbeiten und das holen wir dann schon wieder.